Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Fällt mir gerade was ein. Hallo, Suche abbrechen. Ich habe 100 Mal auf Suche abbrechen gedrückt und es hat nicht funktioniert. 2 Sekunden später haben wir es den Gegner gefunden. Toll. Ich wollte nämlich gerade nochmal gucken, ob ich mir vielleicht doch ein drittes Mal die Zusammenkunft in Deck nehmen, beziehungsweise den Tagesanbruch, weil das ist ja kein Dead Draw und dreimal Wettereffekt aufheben kann vielleicht hilfreich sein. Die Karte hier wollte ich überlegen, ob ich die dreimal reinnehme, aber egal, mal gucken. Jetzt will ich auf jeden Fall gegen das Deck hier erstmal gewinnen, das ist wichtig. Wir haben keinen Adrenalinrausch. Philippa ist eigentlich gut bei dem gegnerischen Deck. Tagesanbruch brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Infanterie ist gut. Aber wir brauchen auch... brauchen Adrenalinrausch. Da wir brauchen Johann Nathan jetzt nicht unbedingt, wenn wir jetzt zweimal Schwalbe haben. Wobei, da können wir auch den ablegen, der ist ja schlechter als Johann. Neke, heilen ist auch nicht schlecht. Oh, ich glaube, dann nehme ich jetzt doch Johann noch. Zieh natürlich diesen verfluchten Speer, ey. Und kein Adrenalinrausch, aber naja, gleiche Prinzip wie immer. Vielleicht gewinnen wir ja die erste Runde, dann brauchen wir auch keinen Rausch. Das war jetzt nicht so cool. Da wird nicht gewarnt. Mach den zu einem 10er. Wir haben jetzt 18 für 13. Er hat jetzt gleich viele Karten wie wir. Könnten Priscilla noch für Speed holen. Eigentlich nicht viel Sinn. Wenn ich jetzt abgebe, muss ich halt schon hoffen, dass wir in der nächsten Runde den Rausch ziehen. Er wird ihn jetzt wahrscheinlich doppeln, aber es bringt ihn dann ja nichts für die nächste Runde. Aber schön, dass er den Effekt schon weggeschmissen hat. So, wir haben, er hat eine Karte weniger und er hat keinen Effekt mehr. Das ist doch schon mal gut. Und der Effekt ist halt ziemlich krass. So, bitte jetzt Rausch ziehen. Bitte Rausch. Rausch! Oh, kein Rausch. Ich kann halt versuchen, damit Priscilla noch Rausch zu ziehen. Hier muss ich aber erst die Infanterie boosten. Mehr bleibt mir wahrscheinlich nicht übrig. Okay, von mir aus. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich spiele erst Schwalbe und gehe dann auf die weitere Infanterie. Ich meine, ich kann mit Priscilla dann nochmal 2 ziehen, nicht Goldkarten. Und der Rausch ist keine Goldkarte. Also die Wahrscheinlichkeit wird dann ja schon relativ hoch, dass... der dabei ist. Wir haben jetzt wie viele Karten weg? 11, 13 Karten weg von 28. Und zweimal ist noch der Rausch drin. Okay. Wie viele mit diesen Mutagen spielen? Ich verstehe es echt nicht. Ich kann nicht mehr. Übel aus. Aber ja, vergoldest die halt, machst halt 12er draus. Oh krass, 3 12er Einheiten und. Ich fordere dich. Ach so, vielleicht hätte ich mit Philippa die auf 1 zurücksetzen sollen, bevor er die dritte holt. Das hätte sich auch nicht so richtig gelohnt, ne? Na, das hätte nicht so richtig gelohnt. Jetzt ist halt die Frage, weiter in den 1 rein boosten, aber ich glaube, das ist mir zu riskant. Ich booste lieber noch in den 7er rein. Oder ich nehme erstmal Priscilla, weil ist ja egal, ob ich jetzt den Rausch ziehe oder danach. Dann weiß ich erstmal, was kommt. Ja, das mache ich. Kein schlechter Einfall. Ja, ich wusste es.
Aber jetzt muss ich mich halt entscheiden, das ist das Problem. Schauen wir mal. Wenn diese Einheit zerstört wird, verschiebe sie in dein Deck und erhalte 3 Basisstärke. Geht also davon aus, dieses zu verlieren oder was? Hat halt schon relativ viel Angriff. Wenn ich das jetzt doppel, dann bekommen wir nochmal 30 dazu. Wir haben halt noch das Horn. Ich glaube, das reicht. Würde ich die Schwalbe nämlich lieber aufheben, um eine dieser 3 Einheiten dann zu schützen vor Verbrennen. Ja. Zerschmettert das Gelöb! Wenn er kann auch jetzt Verbrennen ausspielen, aber. Sieht nicht so aus. So, schützen. Und dann sollte das Horn ihm eigentlich den Rest geben. Er kann halt die dritte Runde auf jeden Fall nicht gewinnen. Das ist immer das Schöne am Rausch. Deswegen muss er ja eigentlich versuchen, die jetzige Runde zu gewinnen. Also muss er alle Karten ausspielen. Aber das führt nur dazu, dass er dann in der dritten Runde erst recht keine Chance mehr hat. Okay, also er scheint jetzt einfach wieder bloß verzweifelt irgendwie weiterspielen zu wollen. Anders kann ich mir das nicht erklären. 150, mach's gut. Sag ich doch. So, und jetzt zeig mir bitte mal, wie du das jetzt noch gewinnen willst. Ich habe immer noch über 100 Angriffe, das ist so krass. Verdammte Anderlinge. Ist ja nur klar, dass er nicht mehr gewinnt. Ich hole meine Männer. Hauptsache halt bis zum Ende noch durchzocken sind und so weiter. Danke nicht mir. Danke Melitene. Zeigen wir ihnen, was wahre Kunst ist. Schön, dass er jetzt doch aufgegeben hat und es eingesehen hat. Aber wenn er halt unbedingt so lange wie möglich spielen will, dann mache ich das halt auch. So, wieder mal gegen ein Nicht-Wetterdeck gewonnen. Sehr gut. Und ich glaube, ich habe es überlegt. Dreimal Tagesanbruch ist einfach sinnlos im Deck. Zweimal ist gut, aber dreimal ist einfach sinnlos, weil ich ja nicht entscheiden kann, was für eine Karte ich mir holen kann. König Bran, Stufe 34. Zerschmettert das Gewürm! Oh, hoffen wir mal, dass das. Dass ich das auch gewinne. Das ist halt wichtig. Ich muss einfach solche Spiele alle gewinnen. Zweimal, dreimal Schwalbe, einmal Donnerdrank. Da ziehen wir erstmal alles oder was? Priscilla, Igni. So, einmal Schwalbe auf jeden Fall weg. Johann Nathal ist ja auch schon wieder ein Booster. Infanterie. Ich würde halt gerne noch eine Infanterie haben. Ich glaube, Nathal ist. Ah, toll. Es wurde quasi immer schlechter. Okay, ich gehe mal davon aus, dass die Verbindung genau unterbrochen wurde und dass das jetzt keine absichtliche Niederlage war. Aber sowas will ich lieber, dass es gegen Wetter-Effekt-Decks passiert. Verdammt. Das Fass machen wir am Ende der Folge auf. Ich kriege bis dahin ja noch 20 Erz hin, dann können wir 2 Fässer aufmachen. Bitte jetzt kein Wettereffekt, ey. Sehr gut. Oh, der Typ hat halt immer das Horn. Da brauchen wir jetzt Igni oder Philippa am besten. Auch wieder mega krass, Stufe 34. Oder halt Level 34. Wir haben Igni, okay. Tagesanbruch, Schwalbe, Donner. Zerfetzen, ich glaube zerfetzen
kann ich generell aus dem Deck rausnehmen. Das scheint mir echt nicht so viel zu bringen. Zweimal Sanitäterin brauchen wir auf jeden Fall nicht. Das auch nicht. Infanterie einmal, Donnertrank. Tagesanbruch brauchen wir eigentlich nicht gegen ihn. Halten zu fetzen lieber. Ah, wir können uns die Infanterie nochmal holen. Sehr schön. Oh Gott, was war das denn? Die sah aber krass aus. Wächter, wähle eine Nicht-Gold-Einheit in deiner Hand. Erstelle eine exakte Kopie davon in den Händen beider Spieler. Verbanne diese Karte, wenn sie zerstört wird. Was? Höhe die Stärke aller deiner Zwergeinheit um 1, egal wo sie sich befinden. Okay, danke für diese extra Einheit. Okay. Merkwürdiges Spiel. Muss ich kurz überlegen, aber ist eigentlich egal. Ich habe leider keine Zwergeneinheiten. Unser Met riecht also mies, ja? Da kann ich helfen. Ich breche dir die Nase. Kann ich auch ausspielen. Die bringt mir noch mal eine Runde Zeit. Das ist cool. Vor allem die Wächtereinheit ist nur Gold. Was ist denn das? Die stärksten Nicht-Gold-Einheiten auf beiden Seiten, die nicht unnachgiebig ist. Ach so, jetzt boostet er erstmal jede Zwergeneinheit um 1. Alles klar. Das ist also seine Strategie, aber egal. Fünf. Und die würde ja wahrscheinlich was aufbauen. Also machen wir lieber direkt mal kaputt. Ich finde ihn sau sogar, ey. 23, 19. Wir haben eine Karte mehr als der Gegner. Wir haben eine Karte mehr. Ach, wir haben gar keinen Adrenalinrausch. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Es wäre also ganz sexy, die Runde zu gewinnen. Das wird schwer. Es wird schwer. Es wird schwer. Es wird schwer. Da hoffe ich dann doch lieber Adrenalinrausch nachzuziehen, glaube ich. Und gebe die Runde jetzt ab. Moment mal. Nee, passt. Bringen wir diesen Mist in Ordnung. Okay, 6, 7 von mir aus. Seine Zwergeneinheiten sind jetzt also etwas stärker. Sehr schön. Ach, die Sanitäterin. Infanterie ist ganz okay, aber Sanitäterin muss es sein. Warum denn kein Rauch? Ohne Rausch wird's echt scheiße. Da muss ich halt die dritte Runde gewinnen. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Fuck. Okay, jetzt will er wahrscheinlich Überfall spielen. Deswegen würde ich jetzt fast sogar die Sanitäterin dafür opfern. In der Jacke musst du das Schützen lernen. Doch nicht. Krass. Also wird es wahrscheinlich Sonderkarte sein. Bist du einer der unseren oder nicht? Verringert die Stärke aller anderen nicht mehr halt eine Reihe um 2, ziehe eine Karte. Das ist natürlich uncool. Das ist sehr uncool. Aber zum Glück beeinflusst das den Donnertrank nicht. Ich kann nicht mehr. Wahrscheinlich macht er mir eine Sonderkarte kaputt. Immun gegen Frost. Erhöhe die Stärke einer Nicht-Goldenheit auf deiner Seite. Lachtel um 3 ist es. Ein Zwerg erhöht seine Stärke. Okay, krass. Er hat die Karte quasi verschwendet. Hat er sonst nichts mehr? Also hat er noch dieses blöde Horn. Also er wird wahrscheinlich jetzt die Sonderkarte zerstören. Deswegen würde ich die hier opfern. Ja. Warum hast du mich gerufen? Oh, nochmal oder was? Das ist aber unangenehm. Ja, dann sollte ich lieber direkt Schwalbisch, Donnertrank jetzt spielen.
überlege gerade, ich muss mir ja was aufheben für die letzte Runde. Wie mache ich denn das am blödesten? Die aufheben und den Effekt aufheben, das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Oder die aufheben und Schwalbe und den Effekt jetzt hier mit drauf verwenden, damit ich halt genügend Angriff bekomme, damit er halt verliert. Oh, das ist schwer. Na, wir schauen erst mal, was er jetzt macht. Er gibt ab, sehr schön. Dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Mit Schwalbe und Igni und allem, das geht eigentlich. Hoffentlich zieht er Sanität dann nicht wieder diesen blöden Elferspieler, ey. So, oh, wir haben sogar noch was zum Boosten. Das sieht ganz gut aus. Sag, dass das ein Witz sein soll. Sehr schön. Wenn wir jetzt boosten, haben die 6. Also Schwalbe kann uns noch nicht zerstören. Ja, wenn wir jetzt boosten, haben die 6. Das ist okay. Die haben 6, aber sie boosten. Lustig. Halt durch, mein Lieber. Horn. Oh mein Gott, was für ein Lacker, ey. Aber egal, wir können die 14er zerstören mit Ignia. Ich würde gerne noch warten, bevor ich das mache. Moment mal, ist verbrennen Silber, ist verbrennende Silberkarte, kann er verbrennen holen mit seinem Kollege Leichtfuß. Kann er verbrennen holen? Ich glaube, der kann verbrennen holen, oder? Und 8 plus 6 ist 15, oder? Nee, 8 plus 6 ist 14, oder? Ist 8 plus 6 14? Ja, 8 plus 6 ist 14. Dann würde er sich also auch selber zerstören. Das wäre natürlich nicht so schlecht, aber... Wir riskieren es mal. Sonst soll er bestimmt verbrennen, oder? Er hat keine mehr am Deck, oder was? Wie geil ist das denn? Ja, dann verbrenne ich ihn jetzt, wenn er... genau, wenn er mich dann verbrennt, kann ich trotzdem eine andere Einheit doppeln. Das ist, glaube ich, das Schlauste. Ja, nice. Oh, taktisch gut gespielt. Krass, dass er ohne Verbrennen spielt, obwohl er sich die wahrscheinlich holen kann, wenn ich mich nicht irre. Es ist, glaube ich, eine Goldkarte. Eine Silberkarte. Klar, es ist eine Silberkarte. Wenn sie Gold wäre, wüsste ich, es ist keine Goldkarte. Und wenn sie Bronze wäre, könnte man sie mehr als einmal im Deck haben. Es ist Silber. So, spielen wir mal noch ein schnelles. Ah, Wettereffekt, leider. Also ich bin mir zumindest ziemlich sicher. So, Tagesanbruch einmal, Rausch einmal, zweimal Schwalbe, arme Infanterie, einmal wiederholen, einmal boosten, einmal Igni. Ist eigentlich ganz okay, die Hand. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Donnerdrang ist natürlich noch besser. Können wir wahrscheinlich auch einmal Schwalbe ablegen. Horn. Ja, wäre eine geile Hand, wenn er kein Wettereffekt-Typ wäre. Wäre es echt eine geile Hand. Das ist so doof, dass man die nicht vernichten kann, aber egal. Oh, ich sehe gerade, wenn er die spielt, ist er wahrscheinlich doch kein Wettereffekt-Mann, weil die ist anfällig gegen Frost. Aber er kann natürlich Nebel spielen und einfach auf Frost verzichten. Versuchen sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Sechzehn, dreizehn. Ich überlege, ob ich es jetzt abgebe. Wir haben schon eine Karte mehr als er und da muss ich noch eine ausspielen. Ah, nimmt Eredin, okay. Hoffen wir mal, dass keine weitere... dass eine von den drei Schwachen liegen bleibt. Ist okay. Ah, die ist gut, die Karte.
So, das ist 50-50, aber Infanterie oder hautigen Jäger nehmen, aber ist mir eigentlich beides recht, deswegen mache ich das auch direkt mal, das Widerrufen. Oder nee, ich spiele erst die Infanterie, wenn er die zerstört, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Infanterie kommt. Ja, das geht halt doch besser. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Warte mal, er hat die alle drei auf der Hand, aber wahrscheinlich hat er eine von den drei Hexern auf der Hand gehabt und dann die zwei anderen Hexer nachgezogen. Anders kann ich mir nicht erklären. Was anders macht es auf jeden Fall keinen Sinn. Bist du einer der unseren oder nicht? Er fängt an zu fressen. Wenn er dann die Goldeinheit ausspielt, ist es halt auch eklig, aber ich denke, wir können genügend boosten, das sollte kein Stress sein. Was willst du von mir? Bringen wir es hinter uns. Oh, das ist bitter. Das ist natürlich unglaublich bitter. Das ist krass. Okay, das ist richtig krass. Aber daran habe ich ehrlich gesagt auch in dem Moment überhaupt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich vielleicht mal vorher einen booste mit Schwalbe. Das hätte ja geholfen. Also einfach einen mit Schwalbe boosten und das Ding wäre durch gewesen. Daran habe ich leider nicht gedacht. War mein Fehler, definitiv. Schlecht gespielt. Dunkle Wolken sammeln sich. Schade. Jetzt macht mein Donnertrank halt auch nicht mehr den krassen Impact aus, aber okay. Wir müssen einfach nur die Runde gewinnen und Adrenalinrausch haben. 18-14. Ich bin halt mal überlegen, wann ich Igni nehme. Ich habe halt Angst, dass er jetzt anfängt zu fressen, die drei Karten frisst und dann bekomme ich die Goldene nicht mehr kaputt. Deswegen mache ich die 18er lieber jetzt mal kaputt. Eigentlich ganz gut, er hat nur noch zwei Karten, also es kann nicht mehr so viel Schlimmes passieren und dann sollten wir eigentlich gewinnen. Sehr geil. So, jetzt lasst mich überlegen, wie wir es am besten machen. Wir haben den Rausch, wir können sie halt nicht vor Verbrennen schützen, das ist das Problem. Kriegen sie nicht vor Verbrennen geschützt. Ich kann sie halt verdreifachen, dann Donnertrank beim nächsten Mal einsetzen, Horn beim nächsten Mal einsetzen, aber da werden halt alle gleich geboostet. Zerschmettert das Gewürm! Ja, muss ich entweder hoffen, dass ich jetzt eine Karte ziehe, mit der ich einzeln boosten kann, damit ich halt die schützen kann, verbrennen. Oder dass er halt nichts hat dagegen, dann geht's auch. Sehr schön. Ja, perfekt. Sehr geil. Jetzt sind wir eigentlich safe. Jetzt würde ich sagen, gewinnen wir. Ja, 19, das ist eigentlich egal, ob die jetzt verbrennen mit 19 oder halt weniger. Ich wusste es! Ich hab das so geil gedodged. Ich wusste, dass er die Frechmaschine hat. Er hätte dann einfach diese krassen Einheiten gefressen und es hätte dazu geführt, dass es für mich schwerer geworden wäre zu gewinnen. Ich hätte, denke ich, trotzdem gewonnen, aber es wäre schwerer geworden. Ich wusste es. Und geil, wir haben gegen Monsterdeck gewonnen. Aber wie gesagt, es war ja auch kein Wettereffekt-Deck. Und wir hatten beide die Game Changer, Igni und Horn, deswegen. So, jetzt sind wir sogar schon fast bei 1400, sehr schön. Ach, uns fehlen 5 Erz für 2 Fässer, machen wir halt nur eins auf. Donnerdrang, wir brauchen echt mehr Donnerdrang, verdammt nochmal. Aber wie gesagt, Donnerdrang ist glaube ich in den letzten 3 Karten mit drin, deswegen hat man den so selten. Verbrennen, ach, da haben wir drüber geredet, jetzt ziehen wir die nochmal, fuck man. Die habe ich auch schon 4-mal, die habe ich auch 3-mal, verbrennen brauchen wir halt nur 1-mal. Ich glaube, wir bringen alle gleich viel Scraps, deswegen nehme ich verbrennen. Fuck man.
Donnertrank kostet auf gar die 200. Wir können ja mal gucken. Aber es hat sich eigentlich, also was heißt es hat sich? Es ist einfach so, dass Donnertrank mehr bringt als Schwalbe. Der einzige Vorteil von Schwalbe ist halt, dass ich dann, wenn ich nur eine Einheit damit booste, dass ich dann mich vor Brennen schütze, weil die anderen halt nicht die gleiche Anzahl an Stärke haben. Aber das ist der einzige Vorteil von Schwalbe in meinem Deck. Ansonsten, wenn es nur um Boost geht, ist eigentlich Donnertrank besser. Also zumindest zweimal Donner und zweimal Schwalbe sollten es schon sein. Statt dreimal Schwalbe und einmal Donner. Ich meine, ich habe auch noch zweimal die Speer, die können um plus 4 boosten, um sich quasi zu schützen gegen Verbrennen. Wir haben den Nathanis, der ja auch drei verschiedene boosten kann und quasi eine weglassen kann oder so zum Boosten. Das geht auch, also... Ja, wir haben da schon unsere Möglichkeiten. Aber vielleicht wäre es sogar schlecht mit dreimal Donnerdrang, weil wir weniger Chancen haben, uns vor Igni und Verbrennen zu schützen. Herstellen kostet nur 80! Aha. Warum haben wir den da bisher noch einmal gezogen? Ich stelle ihn auf jeden Fall einmal her. Also einmal müssen wir ihn auf jeden Fall noch ins Deck reinnehmen. Aber dreimal Sinn macht, da können wir uns halt schlechter vor Verbrennen und Igni schützen. Aber einmal auf jeden Fall. Also das wird jetzt auch einfach ein 1:1 Tausch. Also einmal Schwalbe raus und einmal Donner rein. So. Den habe ich einfach sehr gerne auf der Hand, auf der Starthand. Komm, wir machen mal noch ein Spiel jetzt mit dem neuen Deck hier. Jetzt hat sich so fast nichts geändert, aber ich will jetzt keine neue Folge aufnehmen. Dann wird es halt eine Doppelfolge, was soll das? Freut euch bestimmt. Ja, ich brauche einfach häufiger Donner. Also gerade wenn ich die Möglichkeit habe, mir zwei Infanterieeinheiten zu holen und dann quasi vier habe, da ist Donner einfach besser als Schwalbe. Naja, müssen wir jetzt schon Glück haben, dass es kein Wettereffekt ist. Ansonsten ist es halt wieder mal eine Niederlage. Aber gut, mit dem Anführer ist es halt nicht ganz so oft ein Wettereffekt-Deck. Tagesanbruch muss drin bleiben. Nathalis ist gut. Vernon Roche gefällt mir. Ah, Vernon Roche, die Einheiten, die der Gegner hat, der Neckar kommt halt eh wieder. Der hat eigentlich nicht so viele 5er oder weniger 5er Minus-Einheiten, die man gut zerstören kann. Es sei denn, halt ein Wettereffekt-Deck. Donnertrank, Donner. Wir haben keine Infanterie. Adrenalinrausch ist gut. Wir haben keine Infanterie. Scheiße. Mist. Keine Infanterie gezogen. Aber wir konnten nicht mehr machen. Oh, der hat ein Wettereffekt-Deck. Fuck. Das ist nicht so gut. Da wird nicht gewartet. Au. Ah, ich kann die erste Runde nicht so easy aufgeben. Das geht nicht. Warum man die Einheit spielt? Ich meine, die macht 7 Schaden. Wähle dreimal nacheinander eine Nicht-Gold-Einheit aus. Verringere die Stärke beim ersten Mal um 3, beim zweiten Mal um 2 und beim dritten Mal um 1. Das ist ein krasses Ding, kenne ich ja gar nicht. Was willst du von mir? Also wenn dein Deck nur darum aufgebaut ist, wahrscheinlich hat er hier auch keinen Nebel. Das ergibt ja sonst keinen Sinn. Ich glaube fast, ich muss jetzt abgeben und habe dann einfach nichts in der nächsten Runde. Ich hätte, glaube ich, das war ein Fehler, ich hätte eine Runde eher abgeben müssen, glaube ich. Damit ich noch Sanitäter habe und mir die einmal wiederholen kann. Das war halt dumm jetzt gerade. Ich hätte eine Runde eher abgeben müssen. Schöne Dreier-Einheit behalten. Oh, ein zweites Mal Rausch. Ja, das ist genau, was ich brauche. Zweimal Rausch, ey. Tagesanbruch ist ganz okay. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir ein gutes Monster ziehen kann. Vielleicht spielt er doch ohne Wettereffekt. Sieht eigentlich gerade eher danach aus, muss ich zugeben. Man muss halt jetzt Tagesanbruch spielen und am besten... Danke, richtig sinnlose Scheiße. Oh, er spielt Frost. Fuck, Mann.
Ich muss trotzdem Tagesanbruch Zusammenkunft ausspielen. Es geht ja. Das habe ich ja verloren. Oh, habe ich ein Glück. Stampf die Elfen in den Sand. Also wenn der Gegner jetzt noch ganz großen Schrott hat, dann gewinne ich vielleicht. Eigentlich kann ich ihn jetzt auch schon ausspielen, weil ich habe ja eh keine andere Einheit mehr. Ach nee, ich kann warten, bis ich die verdoppelt habe. Okay. Haben noch das Horn. Zweimal den Rauschen um Deck und zweimal gezogen, ärgerlich. Ich finde aber irgendwie auch das Bild geil. Ist das eigentlich ein Werwolf? Oder nur ein Wolf? Na, was macht er? Oh, nice. Vielen Dank. Das ist ja schön. So, dann wollen wir den mal doppeln. Lass mich mal überlegen. Irgendwas eher machen. Nee, den doppeln wir jetzt einfach. Plus 9. Wenn wir plus 4 machen, hat er... Nee, wir müssen die boosten. So, wenn wir jetzt einfach das Horn spielen, dann haben wir... 26 plus 26, das reicht. Immerhin nehmen wir die alle mit, das ist schon mal gut. Vielleicht gewinnen wir doch. Vielleicht gewinnen wir doch beide Runden. Ich meine, er hat nur noch wie viele Karten? 4 Stück. Muss er erstmal schaffen, jetzt 52 zu überbieten. Und wir haben ja noch ein bisschen was. Wir kriegen ja noch ein bisschen mehr hin. Vielleicht hätte ich vorher die Natalis-Karte spielen sollen, weil dann... Hätten ja alle plus 3 und dann nochmal plus 3 durch Verdoppeln. Hätte ich ja jetzt 9 Punkte mehr, aber okay. Naja, ich glaube, das passt schon so. Dunkle Wolken sammeln sich über. Haben wir auch gar nicht. Oh, bitte keinen Regenscheiß. Temerien zählt. Sonst nichts. Ah, da hat diese scheiß Hexe, fällt mir gerade ein. Ja, genau, das. Das war klar. Aber jetzt muss er trotzdem erstmal bei 3 Karten drüber kommen. Oh, solche hat er auch noch. Aber wieso hat denn der solche im Deck? Wie schlecht ist denn das? Oh Gott, solche ist aber so eine schlechte Karte. Wir haben echt gewonnen, hätte ich nicht gedacht. Aber wieso hat er denn solche im Deck? Das ist ja komplett dumm. Oh, wir kommen auf 1400 und es fehlen keine 100 mehr. Ich sag's doch, sehr geil. Solche? Wie kann man denn solche spielen? Das ist doch kompletter Schwachsinn. Merigolds Hagelsturm, generiere einen Frost und einen Regeneffekt. Ich dachte eigentlich, die Karte wäre selten. Okay, aber ich glaube, die hatten wir auch schon. Donnertrank! Oh, ich wollte gerade noch sagen, passt mal auf, jetzt ziehen wir auf Garantie Donnertrank nochmal. Wir ziehen sie wirklich, ey. Also ich werde die jetzt erstmal dreimal, ich werde jetzt wirklich dreimal ins Deck nehmen, nur einmal Schwalbe reinnehmen und dann werde ich einfach testen, ob das Sinn macht, wenn ich halt merke, okay, wir werden dann zu oft verbrannt oder Igni macht uns zu oft kaputt, dann würde ich halt, das war falsch, dann würde ich halt aber was, wie geil ist das denn, dass wir jetzt wieder Donnerdrang gekriegt haben, nachdem ich drüber debattiert habe, dass ich den ewig nicht krieg, dann habe ich ihn mir gebaut und dann bekomme ich ihn nochmal, pass mal auf, beim nächsten Mal bekomme ich ihn nochmal. Ich habe 80 von den Dingern rausgehauen. Dann nehme ich Donnertrank nämlich dreimal rein. Und Schwalbe nur einmal. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Schauen wir mal, ob es so klappt. Schauen wir mal. Wie gesagt, es könnte sein, dass ich dann zu anfällig werde gegen Verbrennen und Igni, aber
Das werden wir dann beim nächsten Mal rausfinden und bei den nächsten Malen. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.